hinter mir, sticht mir den Rücken. Wir müssen da weiterlaufen, wo hinten dieser komische Hund und so war. Weil ich glaube, wir sind da nicht nach oben gegangen. Kann es sein, dass wir da nicht nach oben gelaufen sind? Hey, hier ist das auch nicht, sag mal. Ey, die sind so verwinkelt hier, die Dinger. Geh ich da nochmal hin? Hä, oder war das doch die andere und ich muss einfach auf die Hauptstraße? Ah, ne, hier ist es. Mehr oder minder. Lass mich in Ruhe, ich will nicht gegen dich kämpfen. Geh weg. Ja, wir hätten doch hier unten auch die Dings nehmen können, oder? Ihr seid so feige. Feige! Ihr kämpft alle zu dritt, ihr seid feige. Feige, feige, feige Nüsschen. Guck mal, was ist das hier für eine Gnade? Was ist das hier für eine Gnade? Da war ich doch eben schon dran, oder nicht? Was ist das für eine Gnade? Wie heißt die? Straßenbalkon. Balkon. Hä? Doch? Hä? Warum bin ich hier nicht hochgegangen? Hm, bin ich dumm. Trotzdem danke für die Unterhaltung, für die Prügelei, die du kassiert hast. Ja, ist nicht schlimm. Also wie gesagt, ich mache mir da jetzt nichts draus, nur weil ich da vielleicht gefailt habe. Das gehört halt auch dazu in Elden Ring. Und wie gesagt, das ist mein erstes Souls-like-Game. Ich habe vorher kein Dark Souls oder sowas gespielt. Ja, ich lasse mich da, glaube ich, nicht so von betrüben, dass ich da jetzt vielleicht nicht weiterkomme. Ich versuche halt einfach immer hier und da so ein bisschen voranzukommen. Aber wenn es halt echt nicht geht, dann geht es halt einfach nicht. Waren wir hier rechts eigentlich schon? Haben wir die beide platt gemacht? Nee, ne? Ich glaube, die haben wir nicht geschafft gehabt, weil die so stark waren. Der andere hängt da fest. Help me, Daddy, I'm stuck. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Aber wir machen halt kaum Damage, ne? Aber gibt's hier nicht. Oh, wo kommt die denn alle her? Ach du heilige Scheiße. Ja gut. Der hat da wohl ordentlich in seine Tröte geblasen. Oh nee, Digga, was? Da oben liegt noch was? Wie unfair. Ihr habt's alle gelesen, da steht Wichskopf. Ein Wichskopf! Das war sein Paarungströten. Warm, kalt, warm. Ja, ich versuche hier unten durchzugehen, durch dieses Tor. Und dann irgendwie hier hoch, weil wir waren hier unten schon mal. Hier ist dieser komische Löwe und ich glaube, wir müssen hier oben lang gehen. In diesem Bereich, da waren wir noch nicht. Da will ich mich nochmal umgucken, ob da vielleicht der Weg ist,
der uns dahin führt, wo wir hin müssen. Barbegen! Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee immer, wenn wir sagen, dass wir das mit warm-kalt machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass für euch das so ganz gut ist, damit ihr euch trotzdem am Chat beteiligen könnt. Und für mich ist das so auch gut, weil ich dann trotzdem Hinweise kriege, ohne dass ihr mich dann die ganze Zeit spoilert natürlich, ne? Jetzt die Frage, wollen wir da nochmal den Hund diesen komischen Hunddings versuchen oder lieber nicht? Zombie-Laub, danke fürs Wasser trinken. Prost. Prost. Wegen der feuerbetriebenen Beleuchtung. Es ist warm. Meine super tolle Laterne, die ich hier habe. Ah, die muss ich sagen, die ist echt gut. Also. Weiß nicht, sollen wir den da hinten probieren? Wir sind ja jetzt mittlerweile doch ein bisschen stärker geworden. Ich würde schon eigentlich gerne das Zeugs haben, was da noch rumlag. Aber wir sind da auch ein paar Mal gestorben bei dem letztens, ne? Den komisch bekleideten Typen am Baum hat es ja umgeschubst vorhin. Ja, ja, ein paar haben wir schon platt gemacht. Immer dieses zu weit weg. Oh, 700 Damage machen wir einfach mittlerweile. Komische Geräusche da oben. Spielt Stärke eine Rolle bei dem Löwenvieh? Glück eher. Ja, ich weiß tatsächlich nicht. Das ist schon relativ stark, der Löwe da, ne? Wir könnten versuchen, den halt zu pullen wieder, ne? Also, dass wir erst den anderen machen vielleicht. Den Hund wieder und die dann hier nach hinten ziehen. Das hatte ich schon mal probiert, aber es hat leider nicht so geklappt. Ah, der ist schon sehr... Oh, meine Fresse. Ist schon mal sehr stark hier gewesen. Den haben wir. Sehr gut. Jetzt diesen blöden, komischen... waren die Moves echt nicht schlecht. Yes! Ich hab ihn platt gemacht. Blöde Sau! Oh, Gott sei Dank, ey.
Da bin ich schön gedodged und bin dann schön hinten rein. Sehr nice. Überlegt mal, wir haben vor. Im letzten Stream haben wir echt oft den hier versucht. Ich glaube, 4, 5 Mal sind wir immer wieder hergegangen und immer gestorben. Also sind wir halt schon echt ein bisschen stärker geworden. Hund ist Freund. Vision von hier, Adlige? Hund. Freund, Hund. Naja, so freundlich war der nicht, der olle Köter. Ich hatte ja das Glück, dass er irgendwo festhing und sich nicht wehren konnte. Ja, das ist halt geil. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das in Elden Ring nicht schlimm, wenn man das halt ausnutzt. Weil die Gegner sind so halt schon echt stark und vor allen Dingen, die tricksen halt auch echt krass viel rum. Ne? Also es gibt genug Gegner, guck mal, Magie zum Beispiel würde hier nicht durchkommen durch diesen Bottich. Aber jemand mit einem Schwert, der kann halt übelst einfach hier durchschlagen und das finde ich unfair manchmal. Was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt? So eine Parfümflasche haben wir bekommen, oder? Was macht man damit eigentlich? Das kommt, glaube ich, noch, oder? Die Anzahl der Talismanplätze. Parfümobjekte. Gefäße, Herstellung von Parfüm. Keine Ahnung. Parfüm! Parfüm! Hallöchen, Oddi! Wie geht's dir? Den Oddi! Schön, dass du wieder reinschaust. Liebe Freundinnen und Freunde des Untergangs. Schön, dass du wieder da bist. Ey, wir haben heute schon ein bisschen was geschafft. Wir haben hier schon im Eldenthron gekämpft und sind da gut. Nee, eigentlich haben wir noch echt nicht viel geschafft. Doch, ein bisschen Story haben wir gemacht. Aber noch nicht wirklich sehr viel. Wir haben jetzt von Melina, der guten Dame, die Aufgabe gekriegt, dass wir... Ach du Scheiße, was machen die denn da schon wieder? Dass wir jetzt die Dornen beim Eldenbaum verbrennen sollen. Und Hallöchen, Gentils, einen wunderschönen. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Das ist sozusagen der nächste Part, der jetzt für uns hier relevant ist. Und ich wusste jetzt nicht unbedingt, wie ich hierher komme. Aber wir haben es jetzt doch noch gefunden. Gott sei Dank sind wir schneller als er. Oh, der andere schläft da noch, na Gott sei Dank. Schlaffett haben wir jetzt gekriegt. Damit können wir Gegner einschläfern, oder was? Übelst nice. Hahaha! Hahaha! Jetzt haben wir ja den einen platt gemacht. Scheiße. Okay, wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner. Mindestens. Minimum. Assassin Efi ist am Start. Sag mal, Brian, wie viel hast du gespielt gehabt bisher von dem Game? Wir können den Kaiden rufen. Ich habe keinen Mana. Okay, Leute, es tut mir leid. Wir müssen nochmal herkommen. Ich darf vorher nicht kämpfen, großartig. Ich darf keine Sachen versauen. Aber wir haben ja das andere, den anderen Part da unten jetzt bekommen. Von daher, es passt schon. Und ich glaube, ich würde vielleicht eine Flasche eintauschen. Nee, wir haben 3 Stück. Das reicht. Ah, wisst ihr was? Ich gehe einmal kurz pullern. Aha, passt ja gerade gut. Dann gehe ich einmal kurz Pipi machen. Hallöchen, Bella! Wir haben noch 3 bis 4 dicke Bosse gefehlt, sonst alles gemacht. Also zu 95%? Das ist ja doch mehr gespielt als gedacht. Ich dachte, du hättest das nur ein bisschen angespielt. Ich gehe kurz auf Toilette, Leute. Ich schicke euch kurz in die Werbung. Wir sehen uns gleich auf jeden Fall wieder. Holt euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Wir können gleich ein bisschen quatschen. Ich muss kurz Pipi machen. Bis gleich, ihr Lieben. So. WB, Dankeschön. Dankeschön. Merci beaucoup. Ich muss meinen Apfel noch aufessen, Leute. Prost. Ich muss ja meinen Apfel noch aufessen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Also was ich gemacht habe, ich habe gleich die Katzen schon mal gefüttert. Außer Bruno, der will nichts essen. Er liegt immer noch auf dem Aquarium. Der hat noch keine Lust, was zu futtern.
Okay, also da oben sind auf jeden Fall echt ein paar Gegner. Links, die können wir, glaube ich, die können wir da liegen lassen und schlafen lassen. Ich glaube, die interessieren uns jetzt nicht großartig weiter. Ich glaube nicht, dass wir da in die Reichweite von denen kommen. Dass da oben jetzt nochmal so ein Katzenvieh ist, Surprise! Ist natürlich scheiße. Ey, Bella, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Sag mal, spielst du eigentlich noch Conan Exiles? Nee, oder? Das habt ihr jetzt irgendwie auch komplett auf Eis gelegt, das Projekt. Das habe ich in letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr bei dir gesehen gehabt. Euro Truck Simulator? Bisschen Epics spielst du ja jetzt die Tage mal wieder? Freue ich mich schon drauf. Wir müssen übrigens auch mal Epics zusammen daddeln. Wir müssen uns mal noch adden, dass wir zusammen ein bisschen Epics Pupepics spielen können. Brian, wirst du nachher den Stream noch anmachen? Also wirst du nachher wieder Anno spielen? Oder ist eher erstmal ungeplant und ungewiss, wann du live gehen wirst? Ich muss mal gucken, nämlich nachher, wenn ich raide. Ansonsten Daniel, der würde halt Witcher spielen. Der hat jetzt gerade angefangen mit Witcher 3. Das wäre ja sonst eigentlich auch ganz nice, mal zum Angucken. Für euch vielleicht. Passt ja auch eigentlich zu Elden Ring. Weil ich will halt nicht immer zu jemandem raiden, der Elden Ring spielt. Weil ihr wisst ja, ich will mich nicht spoilern lassen und so. Aber... würde erstmal, glaube ich, so ein paar pullen und dann versuchen, dass wir mit dem Dings kämpfen können. Mit dem Kaiden. Der da in der Mitte muss auf jeden Fall... Ach du Scheiße. So viel zum Thema. Ich will nicht pullen. Okay, der eine geht wieder zurück, das ist sehr gut. Das Problem ist, die können, glaube ich, auch die Dinger verstärken, ne? Da habe ich nicht so Bock, dass die dann irgendwie die noch Schild kriegen, gerade dieser komische große Löwe oder was es da ist. Mein Zauberstab ist alle. Scheiße. Der ist platt. Kann der mal her? Du elende Drecksau. Das ist Armut, der Götterbote. Nein, wir machen nicht Damage daran. Warte mal. Ja, komm, probier was mit den Wölfen. Okay, sehr gut. Besseres Fleisch. Besesseres, habe ich gedacht, steht da. Besesse. Hä, warum sind die Wölfe weg, obwohl die hier noch nicht alle tot sind? Das ist aber schon ein bisschen zass, muss ich sagen. Nur weil der... Oder greifen die uns nicht an? W-
Witcher, jetzt mit den Neuerungen, werde ich wohl auch anfangen. Liegt schon 2 Jahre rum. Ich weiß gar nicht, ob ich ein The Witcher-Spiel habe. Aber ich habe bisher ja nur Positives davon gehört, dass das ein sehr, sehr gutes Game sein soll. Habe ich The Witcher? Habe ich The Witcher nicht? Ich glaube tatsächlich, ich habe es gar nicht. Ja, das würde ich auch gerne mal spielen. Aber Leute, mein Plan ist ja erstmal Elden Ring zu daddeln. Wir werden wahrscheinlich die Woche vor Weihnachten ein paar winterliche Sachen spielen. Da wird es dann eine Elden Ring-Pause geben. Und dann werden wir wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr unsere Special-Streams machen mit dem Lego-Aufbau-Stream. Dann wird es mit Elden Ring tatsächlich erst im neuen Jahr weitergehen. Da werden wir dann aber den Januar safe auf jeden Fall noch Elden Ring spielen. Und ich denke dann mal, dass wir wahrscheinlich im Februar dann zu Harry Potter wechseln werden, wenn dann da Harry Potter am Start ist. Oder vielleicht spiele ich auch noch nicht Harry Potter und ich spiele erst Elden Ring zu Ende, weil ich würde es schon gerne weiterspielen, muss ich ehrlich sagen. Ich will das nicht einfach so jetzt aufgeben, weil wir ja auch schon relativ gut vorangekommen sind. Weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber nur, dass ihr schon ungefähr mal so eine Planung habt, was, springen versuchen. Unerwartet das nicht hier. Springen versuchen. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ich hab Witcher 3 mal angefangen. Wir wollten es mögen, aber ich bin leider nie so richtig damit warm geworden. Ja, es gibt halt so eine Spiele, ne? Es gibt halt Spiele, die guckst du dir gerne bei anderen Leuten an. Dann gibt es Spiele, wo du denkst so, ey, das könnte mir halt echt gefallen, aber nee. Und dann gibt es Spiele, die kannst du dir einfach nicht bei anderen Leuten anschauen und die musst du einfach selber spielen. Und jetzt geht's für uns nach oben. Tschut, tschut, Motherfucker! Schon für die Menümusik würde ich 20 Euro springen lassen. Ja, ich fand bisher eigentlich auch gar nicht so schlecht, was ich von Witcher gehört habe. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass mir das dann gar nicht gefallen würde. Ach du Heiliger. Okay. Dann würde ich mal sagen, beginnt unsere Reise. Oh nein, kommt hier jetzt Aufzug voraus. Ja, Digga. Niemals können wir jetzt hier einfach so hochlaufen. Ah, okay, doch. Ah, okay, da ist noch einer. Erstmal einen Überblick verschaffen, was hier alles so los ist. Zack. Weg mit dir. Ah, so ein Fackelträger ist auch da. Weg mit dir. Die sind aber auch stärker geworden, muss man sagen, ne? Also die halten auch definitiv mehr aus jetzt mittlerweile. Leute. Ach, da ist doch jemand mit dem Pferd. Okay, krass. Flammendrachen-Talisman. Oh, warte, das muss ich mir kurz angucken. Was ist das? Flammendrachen-Talisman. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Hatte der Drachen draußen nicht Feuerschaden? Der eine große, dicke Drache da? Der hatte doch Feuer, oder? Aber was hatte der nicht? Warum über Bogenschützen? Vorsicht vor links, kurz gesagt, rückt einfach raus. Ich überlege, ob ich den rausbrülle hier. Ah, okay. Dann check ich das. Die sind zu schwach, du bist overleveled. Nee, 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 overleveled würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin schon relativ gut so vom Level her. Aber als wir damals zum Beispiel gegen so eine ganz normalen Leute gekämpft haben, da hatten die doch nicht 700 Leben in der Anzeige. Also auch die müssen irgendwie stärker geworden sein. Mit der Ausdauer gehalten. Da haben wir genug Damage gemacht, um den zu stunnen. Jetzt ist halt die Frage, wenn jetzt links keiner mehr ist, ist rechts noch jemand? Ja, ich kann nur noch ihn anvisieren. Randgebiete der Hauptstadt.
Überlege, ob ich mich irgendwo in den Busch sneake oder so. Hallo Wolfsgebiet! Moin, moin! Eine wunderprächtige, ihr Lieben. Auch bei euch ist alles gut soweit. Schön, dass ihr reinschaut. Okay, er hat mich entdeckt. Okay, sehr schwach. Aber reißen wir mal die Schnauze nicht groß genug auf. Wer weiß, was hier noch gleich kommt. Von hinten vielleicht irgendwas runterfällt? Nee. Funktioniert das noch mit dem Greenscreen? Ja. Oh, da ist so ein weißes Ding. Da kriegen wir vielleicht eine Asche. Asche, Asche. Preiset links. Preiset links. Warum? Warum preisen wir links? Warum preisen wir nicht die andere Seite? Nein, 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 nein. Bleib hier, bleib hier. So. Hä? Luft! Oh mein Jesus, was? Der hat sich verwandelt! Mistkäfer digitiert zu. Noch größere Mistkäfer. Geil. Alleine sowas, weißt du, das ist schon wieder geil gemacht gewesen, fand ich. Ich dachte, hä, ich hab den doch gestunt. Warum? Was passiert hier? Unerwartet das Rache. Frucht anbieten. Siehst du das Mädchen? Da haben wir immer noch tatsächlich auch diese eine Beere noch nicht gefunden, ne? Bei der, wo steht denn die hier unten? Hier, die. Bei der Hietta. Da haben wir immer noch diese eine Traube nicht gefunden. Das müssen wir auch noch machen. Wie fährt man denn Waffen beidhändig? Hallöchen Hase. Na, du kannst ja unten, hast du ja diese Auswahl, welche Waffen du haben kannst. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Kreuz nach rechts drücke, das siehst du ja auch hier auf dem Controller, dann nimmt er die ja einhändig. Und wenn ich dann Y drücke und, glaube ich, R, was ist denn das? RB. Dann kann ich die Waffen auch zweihändig auswählen. Und da ist es auch egal, ob ich einen Zauberstab nehme. Oder auch die andere Waffe. Genau. Also immer Y und, wir haben die ganze Zeit unseren Schlangenzahn gar nicht mit bei gehabt. Skandal! Oh nee, da liegt irgendwas. Warte mal. Ich bin falsch rumgelaufen. Das war das Pferd. Ah! Bin ich blöd? Ich wäre jetzt einfach wieder zurückgegangen. Keiner gesehen. Es wäre doch besser so, dass wir zurückgehen, oder? Wer weiß, was uns hier erwartet. Ich habe keinen Mana mehr. Immer noch keine Gnade. Das ist eine gnadenlose Frechheit. Chaos, oh Chaos. Die Chaos-Schaukel war gestern schon bei uns. Kommt heute, glaube ich, nicht mehr zu uns. Zeit für diese Ruhe. Bilbo erzählt schon wieder seine Geschichten. Kern anbieten. Zeit für die Tapferkeit. Aufzug voraus. Oh nein, da ist ein Blutfleck. Aber geht's mit dem Aufzug runter? Bilbo. Ist gut. Kleiner Tyrann. Ah, hier gibt es zwei unterschiedliche Wege. Boss voraus. Oh. Gehen wir vielleicht doch erstmal runter, oder? Hm. Streichel, Streichel, Streichel! Nee, der hat gegessen und jetzt geht er aufs Klo und der muss uns alle informieren, dass er jetzt kurz Pipi machen geht. Oder vielleicht auch Kacka, ich weiß es nicht. Pipi
oder Kaka. Und oder Kaka. Oh Gott, warum ist das hier so nebelig? Ah, er geht kacken, glaube ich. Also haltet euch gleich die Nasen zu, es wird gleich stinken. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Aber was für ein Nebel. Ach, das ist Schnee! Wir sind in den verbotenen Landen! Aber verbotene Lande, hatten wir da nicht schon tatsächlich auch mal eine Situation gehabt? Dass wir auch hinteleportiert worden sind? Verbotene Lande? Alter, warum ist das so fucking dunkel? Weil es Nacht ist vielleicht? Warte, ich mach mal kurz, dass Tag ist. Oh, kalt! Frieren wir hier? Kriegen wir hier Frost? An den Füßen oder so? Nee, oder? Ah, besser. Ah ja, man kann so viel Schönes sehen hier. Gut, dann gehe ich vielleicht doch erstmal hochgucken, weil wenn da ein Boss ist, will ich dann natürlich auch erstmal kämpfen. Vielleicht. Muss mal ausprobieren. Wie viele Dinge habe ich dabei? 47.000. Reicht noch nicht. Wir müssen auch ein bisschen was machen. Oh, diese Katze. Warum? Ich entschuldige mich dafür, dass dieses Kätzchen so sehr miaut. Geh doch mal jemand zu der Katze. Ja, der war doch gerade auf dem Klo. Der war doch gerade auf dem Klo. Okay, warte mal. Wo kommen wir her? Wir kommen von dort. Also müssen wir da lang. Ich dachte, meine schreit. Nee, ist der Bilbo. Der, das ist meistens so zu, ja, so 17 Uhr fängt der halt an, dass der dann halt miaut und Sachen erzählt. Und warum ist denn das hier eigentlich nicht eingezeichnet, dass wir hier sehen, wo man einen Teil der Karte sieht? Oh. Oh! Ach, das ist mein Keide. Ich habe mich gerade kurz erschrocken. Warum wurde es jetzt dunkel? Das war übelst komisch. Das hat sich so angefühlt, als ob du die ganze Zeit in der Schwebe rumläufst. Das war richtig weird. Ja.